Letzte Woche haben wir den Place to Be entdeckt. Das hier ist der Place to Be. Safe, ich habe die Version. Nach ein paar Terraforming-Arbeiten ging es auch direkt los. Die Statuen haben begonnen. Mit den Beinen sowie Füßen konnten wir ja letzte Woche fertig werden. Trotzdessen fehlt uns ja noch ein ganzes Stück bis zur Fertigstellung. Was uns für coole Momente bis auf dem Weg zum Ende erwarten und wie das Endergebnis der vielleicht erste Statue aussieht, das seht ihr heute. Schaut gerne auf Social Media vorbei. Ebenfalls bin ich auf Twitch jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag live. Und jetzt würde ich sagen, rein in das Video. Wenn ihr von hier guckt, das wird am Ende bis so circa, bis auf die Höhe, geht die, wahrscheinlich sogar höher. Oh, das, alle Leute, die im Chat waren und mich beliebt haben, die werden so Alter, ich klatsche einfach weg. Ich gehe einmal von hier aus, wir gehen von der Perspektive aus, einmal auf die andere Welt und wir gucken uns einmal das auf der anderen Welt an. Let's go. Ja, hier auf der anderen Welt angekommen, sieht man auch, wir haben jetzt im Prinzip gerade mal, also wirklich gerade mal das Stück hier. Circa bis hier, bis circa wirklich nur bis hier. Wir haben jetzt so das Stück vielleicht. Wirklich nur die Beine stehen ja jetzt bisher. Das habt ihr ja auch gerade gesehen. Und mehr steht noch nicht. Und der gesamte... Oh, das wird so fett. Das wird so fett einfach. Das wird so krass am Ende aussehen. Ich schwör's euch. Wir müssen jetzt den Oberkörper bauen. Ich habe jetzt als Plan im Prinzip, dass wir einmal hier dieses Viereck erstmal bauen. Also so, so und so. Ne? Und dass wir uns danach an die Arme machen, weil das hier könnte etwas kompliziert werden durch die Blockkombis und so. Den Rücken können wir gleich mitbauen, das ist ja dann auch nur ein Viereck. Und dann haben wir es eigentlich schon fast fertig und dann kommt noch der Schädel, die zwei Arme. Alter, das wird so krank, Ich freue mich da richtig drüber, no joke. Wir gehen wieder auf die andere Welt. Hier angekommen, seht ihr, ja, es wird geil. Es wird unfassbar geil und ich bin auch so zufrieden. Also man sieht zwar durch die gerade Fläche, dass es geterraformt ist. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich baue jetzt hier den Oberkörper, den viereckigen, einmal, wie ich es gerade gezeigt habe, sowie den Rücken direkt mit. Die Arme lassen wir erstmal weg und den Kopf auch. Dann haben wir hier einen Körper auf der Welt stehen, das ist doch auch schon mal gut. Ein Körper ohne Arme und ohne Kopf. Lol. Aber ja, ich wünsche euch viel Spaß in der Timelapse. Wir ziehen hier jetzt weiter durch und bauen den Oberkörper. Let's go, Rainer. By the way, ist jetzt auch Text-to-Speech und Aufnahmen an. Das war die letzten Male jetzt nicht so. Ich habe das natürlich über die Woche jetzt hinbekommen, dass man Text-to-Speech jetzt auch in Aufnahmen oder das aufgenommen wird und ich es auch in YouTube-Videos verwenden kann. Just saying, ne? Für den Chat. Ja, wir haben jetzt in den letzten zwei Stunden, Digga, haben wir mehr geschafft, als ich eigentlich geplant habe. Es sieht ein bisschen weird aus, aber das sind Statuen an sich. Ich denke mal, das wird erst, also die richtige Struktur wird erst jetzt mit den Armen und mit dem Schädel am Ende kommen. Jetzt sieht es halt wirklich, also ich habe es auch schon zum Stream gesagt, Digi, es ist halt nicht der Pan. Ich bin im Fernsehen. Ja. Das sieht halt jetzt nach einem abgeschnittenen Körper aus und vor allem, was ich mir schon gedacht habe, die Goldblöcke sehen halt einfach ein bisschen wack aus, weil halt die Goldblöcke die einzige Textur sind, die diese Ränder hat, ne? Die man da sieht und die Ränder sieht man halt auch von weit weg. So, da brauchen nicht vergessen. Ja, genau. Abonnieren nicht vergessen. Wichtig, Chat. Auf jeden Fall. Sonst gefällt's mir eigentlich. Also no joke, der Rücken Relation, sieht halt... Ich habe meine Unterhosen immer noch nicht erhalten. Kannst du mir sagen, warum? Aber die sind doch getragen oder falls nicht getragen, dann will ich nicht. Hä? Ich sehe nichts! Oh mein Gott, Digga, ich war ausgetappt. Alter, fuck my life. Der D-Dude, lenkt mich nicht so ab. Die sind getragen, D-Dude, keine Sorge. Die sind getragen. Will noch jemand noch irgendwas sagen oder kann ich jetzt mal weitermachen? Um zum Rücken zu kommen, der ist auch... Ja, es sieht halt wack aus. Es sieht halt einfach noch wack aus, weil halt die Arme fehlen, weil der Kopf fehlt. Ich denke, das wird sich alles ändern. Also ich sag euch ehrlich, ich denke mal, meine Vermutung ist auch mittlerweile wieder sehr, sehr korrekt. Von innen hat sich tatsächlich nicht so viel verändert, weil man es halt nicht wirklich sieht. Doch es ist schon echt mächtig. Ach, fuck my life. Doch es ist schon echt sehr, sehr mächtig. Die Arme könnten nochmal kompliziert werden wegen meiner scheiß Feuerhand, die ich habe. Die macht halt alles sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass das irgendwie machbar wird. Ich würde sagen, ihr seht das jetzt weiterhin in einer wunderschönen Timelapse. Let's go, rein da in die Timelapse. Das Bauwerk, es ist krank. Sogar tatsächlich, ich würde fast sagen, wir könnten noch eine Stufe größer der Statuen einführen. Wie gesagt, bisher bin ich zufrieden. Das mit dem Pikachu,
Hat sich jetzt glücklicherweise auch irgendwie erledigt, weil, keine Ahnung, man sieht es gar nicht so doll. Also vorher hat man es irgendwie mega gesehen, wo die Arme gefehlt haben, aber jetzt sieht man es gar nicht so doll. Und es sieht auch proportional gar nicht mehr so komisch aus. Wir müssen halt, wie gesagt, jetzt noch den Kopf hier rüberzimmern und einmal auch die Kapuze rüberzimmern. Aber wenn die Pixel gebaut sind, dann mashallah. Auch von innen, guckt euch das mal von innen an. Ich finde, von innen sieht das so wild aus. Also vor allem das hier hat irgendwie einfach Style. Es hat an sich einfach Style. Es sieht an sich einfach sau, sau geil aus. Auch von hinten passt es einfach super. Ich würde sagen, wir können direkt weiterbauen. Machen uns jetzt hier nichts Großes draus und setzen uns direkt an den Schädel, an die Kapuze ran und kümmern uns einmal darum, das jetzt zu pixeln. Let's go, rein in die weitere Timelapse, Digi. Ihr seht, es läuft alles flüssig. Ich kann jetzt streamen und währenddessen kann ich eine Aufnahme in 2K machen, Alter. Mit neuen, besseren Settings für bessere Qualität in den YouTube-Videos. Und das ohne Lags in Minecraft, Digga. Wir haben immer noch volle 80 FPS. Ich finde mich echt heftig. Seit dem neuen Prozessor läuft es gut. Wir haben jetzt hier jede Menge geschafft. Für euch wird es vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen, aber zur Timelapse, wo wir das gebaut haben und zu heute ist so eine, ja, circa 1,5 Wochen vergangen. Ich habe endlich die lange Warte einen besseren PC-Specs, damit wir gegen Lags in Minecraft vorgehen. Ihr seht es, wir sind fertig mit der Valation-Statue und ich kann eigentlich nur sehr glücklich darüber sein, weil die Statue halt einfach fucking wild aussieht. Also das kann auch einfach niemand leugnen, Digga. Ich hatte so meine Bedenken, ihr habt es ja auch mitbekommen, dass ich so meine Bedenken hatte, wie wir das hier hinbekommen und ob das am Ende gut aussehen wird oder nicht. Aber mashallah, guckt euch dieses Meisterwerk an. Wir können uns auch einmal daneben stellen, wenn ich es einmal hier so zeige, Bruder. Es ist einfach, es ist so wild. Es ist no joke. So unfassbar wild. Ich feiere das so krank. Das sieht mashallah einfach. Das sieht so geil aus. Das sieht so. Oh mein Gott. Ich hab vergessen, meine Elytra wieder anzuziehen. Das war jetzt knapp. Ja, sind ja nur 2270 Level, Digga. Hups. Wir wollen uns jetzt gleich erst an die zweite Statue machen. Ich hatte hier ein bisschen Struggle im Stream mit diesem Schal, den wir hier vorne haben, weil der ist ja bei der Originalstatue aus Teppich. Aber ich würde sagen, auch das Problem habe ich gut gemeistert. Sonst sieht soweit alles fresh aus. Also no joke, es ist riesig. Es ist wirklich krank. Es ist irgendwie krass. Wow, es hat wirklich meine Erwartungen übertroffen. No joke, um alles hat es meine Erwartungen übertroffen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es am Ende doch so fett wird, wie es jetzt ist. No joke, damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber wir haben noch eine weitere Statue zu bauen. Nur wie es mit dieser weitergeht und was da alles passieren wird, das seht ihr nächste Woche Sonntag um 16 Uhr hier auf dem Channel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.